Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ein paar Tage musste das Ganze jetzt aussetzen, bitte verzeiht mir das, aber FIFA 21 ist rausgekommen und da wollte ich natürlich dann auch einige Videos zu machen und jetzt wird sich das Ganze so ein bisschen abwechseln. Es wird auch noch ein paar neue Projekte geben. Ich bin mal gespannt, aber diese Trainerkarriere will ich natürlich auf jeden Fall weitermachen. Wir müssen ein bisschen gucken, denn Bayern in echt hat ordentlich eingekauft. Wir sind jetzt noch nicht in der Transferphase, deswegen macht es noch nicht ganz so viel Sinn, jetzt Transfers abzuschließen. Ich kann es zwar machen, ich kann jetzt theoretisch Transfers abschließen, die dann halt automatisch wechseln, aber es macht noch nicht ganz so viel Sinn. Wir müssen mal gucken, wir haben auch begrenztes Budget natürlich. Ist natürlich ziemlich scheiße, weil die ganzen Spieler jetzt quasi zu holen, die Bayern in echt jetzt noch gekauft hat, das wird schwierig. Aber das ist dieses Jahr blöd gelaufen. Also ich meine, sonst sind die ja auch im Original hier in PES mit drin, aber dieses Mal war das Transferfenster durch Corona ja noch verlängert und dementsprechend ist PES schon rausgekommen, während das Transferfenster noch lief und Bayern hat ordentlich eingekauft. Also ja, das ist ein bisschen durcheinander, aber naja. Ja, man sieht es natürlich, die Bayern in echt haben genau deswegen eingekauft, weil die Fitnessprobleme halt manchmal einfach da sind. Wir hier haben zum Glück ja schon ein bisschen vorgesorgt mit beispielsweise James Rodriguez. Ja, wir haben James Rodriguez zurückgeholt, Bayern in echt hat Douglas Costa zurückgeholt. Ja, sehr interessant. Depay haben wir hier zum Beispiel mit dabei, bla bla bla. Also für die, die Karriere noch nicht kennen, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen vorgesorgt und dementsprechend können wir jetzt hier ein bisschen durchwechseln. Ansonsten möchte ich aber noch schnell dazu sagen, dass ihr natürlich, falls ihr die Karriere noch nicht kennt, gerne auch weitere Vorschläge dazu reinschreiben könnt, bla bla bla. Das wäre sehr, sehr cool. Denn zum Beispiel Rechtsverteidiger wird jetzt schon mal ganz schwer. Da hat Bayern letztens Richards eingesetzt. Der hat aber hier nur eine 64, zumindest auf der Rechtsverteidigerposition. Dementsprechend schwierig das Ganze. Aber gut, wir werden es jetzt mal so lassen und darauf hoffen, dass es einigermaßen gut geht gegen Köln, die ja eigentlich gefährlich sind. So, und falls ihr jetzt sagt, saugeil, dass PES wiederkommt, bitte mehr davon, dann unbedingt mal ein Like da lassen, Abo sowieso, aber ein Like da lassen, wenn wir hier auf dieses Video die 77 Likes packen, dann wird versprochen mehr PES kommen. Aber FIFA kommt gerade richtig gut an auf meinem Kanal, FIFA knackt jedes Mal 80 Likes und dementsprechend will ich, dass wir hier auch mindestens meine Lieblingszahl, zumindest was die Likes angeht, sonst meine Lieblingsnummer ist eigentlich 11, aber was die Likes angeht, 77, wenn wir das knacken, das wäre schon richtig nice. Ansonsten bin ich natürlich ein bisschen raus aus der Karriere. Ich weiß nicht mehr ganz, wo wir stehen, wie viele Spiele wir schon gemacht haben, wie es gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden jetzt erstmal ein Spiel gegen Köln machen und danach schauen wir mal ein bisschen auf die Tabelle. Und da ist James. Und nochmal James Rodriguez. Das gibt's doch nicht. Ja, Kingsley Coman, gute Chance. Langsam könnte mal einer reingehen. Die Mannschaft, die am Platz steht, ja nicht so schlecht. Und spielt auch relativ gut. Jetzt ist es Gnabry und das Tor ist leer. Sehr schön. 1:0, 23. Spielminute. Ganz, ganz wichtig. Und definitiv verdient. Und Pfosten. Memphis Depay. 33. Minute übers Tor. Und da ist der Anschluss. Beziehungsweise der Ausgleich, nicht der Anschluss. Scheiße. Hat sich nicht ganz angebahnt. Aber es ist trotzdem einfach gut gemacht gewesen. Entwischt mir da. Macht das 1:1. Fuck. Das relativ kurz vor der Halbzeit. Das finde ich nicht ganz so geil. So, wir haben Memphis Depay beim Freistoß. Es ist immer noch kurz vor der Halbzeit. Noch ist die Chance nicht vorbei. Der Freistoß leider zu schwach. Ja, bin natürlich jetzt nicht mehr so geübt von dem ganzen FIFA.
Aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Ja, 1:1. Den Bayern in Echt geht es ja in letzter Zeit auch relativ schwierig. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, was in letzter Zeit ein bisschen so abging. Ja, aber hier sieht man es ganz klar. Es ist einfach ein individueller Fehler gewesen und dadurch das Tor kassiert. Ansonsten sind wir wirklich die bessere Mannschaft. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es im Endeffekt in der zweiten Hälfte jetzt besser läuft, dass wir einfach die Dinge halt reinmachen. Da ist nämlich schon mal Memphis Depay und der macht es direkt nach 3 Minuten. Richtig geil. 2:1. So will ich das sehen. Leute, ich kann übrigens nicht mehr ganz so krass rumschreien wie in meinen letzten Folgen, denn ich bin mittlerweile umgezogen in eine eigene Wohnung und Wohnung ist halt was anderes wie ein Haus. Boah, schöner Eckball. Ja, das sah so gut aus. Den muss er dann auch mal machen. Und da ist das 2:2. Das gibt's nicht. Scheiße, Modest. Er war so frei plötzlich. Das ist echt nicht geil. Er kann weder Nübel noch was machen, noch irgendein Verteidiger, der da hinterher rennt. Aber es ist echt scheiße, das ist nicht geil. Oh, das gibt's nicht. Modest ist schon wieder relativ frei durch. Diesmal Nübel noch zur Stelle. Boah. Eieiei, das ist gerade sehr kritisch. Aber wir kommen nochmal zu einer Ecke. Vorhin ja eine gute gemacht. Diesmal ist Thomas Müller da. Und die war auch richtig, richtig gut. Aber halt leider nicht drin. Chris Richards jetzt mit einer Flanke auf den eingewechselten Sané. Oben drüber. Ja, und das ist wieder Anthony Modest. Und es ist tatsächlich die Führung für Köln. Es hat sich angebahnt, in der zweiten Hälfte schon, in der ersten nicht, in der zweiten schon. Boah. Hartes Ding. Das ist ein hartes Ding. Scheiße, Mann. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es... Oh Gott, jetzt Sané, bitte. Bitte, Leroy Sané. Nein, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Den musst du machen, Junge. Also wäre schon gut. Ich kann mich jetzt, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich weiß noch, dass wir wirklich... Also wir sind schlecht in die Saison gestartet, haben aber die letzten paar Spiele richtig gut wieder aufgeholt. Wo ich mich echt gefreut habe, dass es wieder bergauf geht. Naja, und das hier ist natürlich ein herber Rückschlag. Abgefälscht. Und das 4:2. Das war's. Das war's. Fuck. Oh, da gibt es nochmal den Treffer von Memphis Depay in der 95. Aber das ist natürlich nur Ergebniskosmetik. Das bringt nichts mehr. Das hätte viel früher halt passieren müssen. Dass wir 4:3 jetzt verlieren gegen Köln, ist schon echt krass. 7 Tore und trotzdem eine Niederlage. Heftiger Scheiß. Aber ja, man sieht es an der Statistik. In der ersten Halbzeit waren wir einfach deutlich besser und haben die Dinge nicht reingemacht. In der zweiten Hälfte war es relativ ausgeglichen und Köln hat aber, die waren einfach kaltschnäuzig. Die waren einfach richtig gut. Dortmund verliert auch. Bielefeld gewinnt, ja, sehr interessant. Wir gucken mal auf die Tabelle. Okay, wir sind immer noch Platz 1. Puh. Das war unsere zweite Niederlage. Also damit sogar eine mehr als Leipzig. Aber ja, wir sind mit einem Punkt immerhin noch vorne. Und
das ist schon irgendwie noch in Ordnung. Irgendwie zu verkraften, immerhin. So, eine Niederlage ist natürlich hier auf jeden Fall tabu. Und vor allem, weil wir zu Hause spielen und mit der Top-Besetzung, ja. Also, jetzt müssen wir mal wieder aufdrehen. Oh, und Müller auch. Gesehen, der Torwart steht nicht ganz auf der Linie. Und hab direkt mal abgezogen. Aber Pfosten ist halt kein Tor. Das ist halt das Problem. Komm schon. Oh. Ey, das ist doch echt ein Dreck, oder? Also, dass der nicht drin ist, sah ja wieder ultra knapp. Halbzeit. Mannschaft, die das Spiel machen muss und die das Spiel macht, das sind wir. Und die anderen, die stellen sich hinten rein. Und das ist einfach schwer. So, ein Freistoß. Come on, bitte. Jawohl. Ein Freistoß lässt den Knoten jetzt hoffentlich endlich platzen. 1:0. Boah. Mehr als verdient. Mehr als. Dass es einen Freistoß braucht, ist natürlich traurig. Aber immerhin nicht so wie im ersten Spiel. Immerhin bin ich jetzt treffsicher und mache ihn rein. Alaba ist auch ein wirklich guter Schütze. Jetzt wird es erstmal hinten knapp. Es gibt Elfmeter, oder? Ne, es war eine Schwalbe, oder bitte? Es gibt Elfmeter. Ich habe so gehofft, dass es eine Schwalbe war, weil klar, ich habe gegrätscht, aber eigentlich dachte ich, hätte ich den Ball getroffen. Na toll. Alaba macht vorne den Freistoß und verursacht hinten den Elfmeter. Und neuer Heldin, was ist denn hier los? Ich darf nicht so rumschreien. Alter! Manuel Neuer, ich liebe dich! Elfmeter-Killer. Jawohl! Robert Lewandowski. 2:0. Nice one. Boom. Boah. Fuck, ist das wichtig. Schön gemacht, schöner Schuss. Innenseite reingeschlänzt. Rechtes Eck. 2:0. Absolut verdient. Gut, bis auf den Elfmeter jetzt. Der hätte natürlich auch gut reingehen können. Aber ansonsten sind wir deutlich besser und haben es hier wirklich verdient, das Ganze jetzt ein bisschen klarer zu gestalten. Hoffentlich geht es noch klarer. Oh, Leroy Sané. Was ein schönes Ding. Hat ja auch schon ein paar vergeben in der Vergangenheit. Den hat er schön getroffen. Keine leichte Position, relativ spitz der Winkel. Dann knackt man die Gegner auf. Klar, wie gesagt, der Elfmeter hätte ja sein können. Aber sonst läuft es hier deutlich besser für uns. Ein bisschen glücklich jetzt. Nichtsdestotrotz die Riesenchance aufs 4:0. Immer noch gefährlich. Oh, schwacher Abschluss beim zweiten Mal. Beim ersten Mal auch eigentlich. Boah. Boah. Alter. Und da ist der Anschluss. Ja, definitiv jetzt auch verdient. Soll ja nicht zu hoch ausgehen. Das wäre dann auch nicht ganz so, wie das Spiel eben gelaufen ist. Das wird das Spiel den Spielverlauf nicht wiedergeben, so sagt man das. Ja. Muss natürlich nicht sein, aber ist in Ordnung. 3:1 Endergebnis. Nicht schlecht. Ja, aber von der Fitness, denke ich, geht das auf jeden Fall klar. Wird natürlich nicht einfach, ein bisschen angeschwächt sind wir, aber ja, das ist in Ordnung. So, wieder zu Hause. Und gegen Zenit, die sind ja quasi unsere direkten Verfolger, also schon ein bisschen, ja, ein Duell jetzt, würde ich sagen. Die stellen auch noch nicht auf defensiv, das finde ich ja schon mal richtig nice. Oh lol, jetzt habe ich Thiago spielen lassen. Bin ich behindert? Das habe ich vergessen. Der ist, ich habe den schon verkauft, Leute, übrigens.
aber der wechselt natürlich auch erst im Winter dann. Jetzt habe ich den einfach spielen lassen. Leute, ihr müsst es mir verzeihen. Es tut mir leid. Aber, oh, wieder Pfosten. Aber jetzt ist er drin. Und das ist Thiago. Ist das blöd. Ist das blöd. Oh Mann. Aber wieder ein Pfostentreffer. Das ist so oft in der letzten Zeit. Also das ist echt krass. Schöner Schuss aber von Gnabry. Ja, und dann ist es einfach... Es muss ja so sein. Thiago Alcantara. Nochmal schön, ihn hier spielen zu sehen. Wenn er in echt schon nicht spielt, ist ja wirklich sehr, sehr schade um ihn. Dann ist es wirklich schön, ihn hier wenigstens zu sehen. Und dann macht er hier noch ein Tor. Nice. Und wieder Pfosten und wieder drin. Ey, das ist jetzt die neue Taktik, dass wir erst immer den Pfosten anschießen und dann reinmachen. Robert Lewandowski, 2:0 nach 15 Minuten, das ist eine Leistung. Das liegt nur an Thiago, ist einfach so. Ja, also das war schon sehr, sehr gut, dass der nicht drin ist, ärgert mich wieder. Also der Schuss von Darby war extrem gut und das von Müller war jetzt auch guter Kopfball. Beide nicht drin, aber immerhin dafür kurz danach. Ja, und das ist natürlich... sehr, sehr wichtig. Also damit haben wir Platz 1 auf jeden Fall gesichert. Denn dass die jetzt hier das Spiel noch drehen und gewinnen mit einem so hohen Abstand, dass die Tordifferenz wirklich passt, damit sie mich überholen. Das ist recht schwierig, aber sie probieren es. Anschluss 1:2. Und das... muss eigentlich das 3:1 sein. Schöner Schuss. So, Halbzeit 2:1. Wie gesagt, ganz wichtig, dass wir 2 Tore gemacht haben. Haben wir auch gut gespielt bis jetzt. Schade natürlich, dass wir da einen Gegentreffer nochmal kassiert haben, aber naja. Oh, ja, der ist drin. Das war sauknapp, aber es ist scheißegal. Es wird umgerührt von Serge Gnabry. Yes! Yes! 3:1 und damit die Entscheidung definitiv klar gemacht. Sané mit einem schönen Pass. Er hätte fast selber reingehen können. War eigentlich gedacht, dass ich den auf Lewandowski spiele. Dann wäre der fast zum Torschuss und dann erreicht er es halt Gnabry. Also ein bisschen kurios, aber egal. 3:1, nice. Und da ist Sané, doppelt, dreifach, scheißegal. 4:1. Die mega ober super duper Entscheidung. Und Leroy Sané, der mal wieder trifft. Schöner Pass auch von Thiago mal wieder. Ah, wenn wir den immer hätten, ne? Hartes Ding wieder mal. Und 5:1. Schön gespielt. Und Memphis Depay. Der trifft nicht so oft. Ja, wobei, im letzten Spiel hat er auch getroffen. Ne? Ja, er trifft schon oft genug. Aber hier auch sehr schön gemacht von James Rodriguez. Und da muss er eigentlich nur noch einschieben. Hat sich natürlich gut zurückfallen lassen, aber ja, so schwer ist das dann nicht mehr. So, Thiago nochmal am Ball. Und ja, das war auf jeden Fall eine eindrucksvolle Leistung. Thiago mit seinem Abschiedsspiel quasi, sorry, wie gesagt, nochmal dafür. Ansonsten aber, wie gesagt, also wir haben zwar mal wieder einen Gegentreffer kassiert, aber haben nochmal eindrucksvoll bewiesen, dass wir definitiv Platz 1 in der Champions League Tabelle sein wollen und sein müssen und haben hier wirklich gut gegen Zenit mit 5:1 gewonnen. Und mal gucken, ob wir sie damit sogar noch rausgekickt haben. Ne, Young Boys und Ajax 0:0, also, wobei doch, lol, wegen der Tordifferenz und weil Young Boys einen Punkt mitgenommen hat, sind sie tatsächlich weg vom Fenster. Sie haben eine Tordifferenz von -4 und Young Boys -1, lol,
Ups. Ja, gegen die Aufsteiger Arminia Bielefeld, das geht in der nächsten Folge richtig gut weiter. Dann haben wir noch Frankfurt und Union Berlin, also drei Bundesligaspiele, zwei davon auswärts. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, was da passiert. Also wie gesagt, falls euch das Ganze super toll gefällt und ihr mehr Folgen sehen wollt, unbedingt liken, 77 Likes ist die Vorgabe, dann wird es auf jeden Fall absolut abgehen mit PES. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, wir sehen uns sicher bei der nächsten Folge und dann macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.